Herzlich willkommen zum dritten Tutorial der Spiroergometrie-Reihe. Heute geht es um Atemfunktionsgrößen. Atemfunktionsgrößen können entweder gemessen oder errechnet werden. Hier seht ihr die 8 Parameter aufgelistet und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten an, dem Atemminutenvolumen. Das Atemminutenvolumen ist das Luftvolumen, das ein Mensch in einer Minute ein- und entsprechend ausatmet. Und das wollen wir jetzt mal berechnen. Dazu stellen wir uns folgende Frage. Was ist das Atemminutenvolumen bei einem Erwachsenen mit 15 Atemzügen pro Minute und einem Atemzugvolumen von 600 Millilitern? Das Atemzugvolumen ist hierbei die Luftmenge, die bei einem Atemzug ein- bzw. ausgeatmet wird. Um das Atemminutenvolumen zu berechnen, rechnen wir also die Atemfrequenz, sprich die 15 mal das Atemzugvolumen, also 600 Milliliter. Und schwuppdiwupps erhalten wir den Wert 9 Liter pro Minute atmet der Proband bzw. Patient in einer ganzen Minute ein- bzw. aus. Unter Belastung können sich die Werte verzehnfachen. Bei Untrainierten können Werte bis zu ca. 100 Liter pro Minute erreicht werden und bei Ausdauertrainierten sogar bis 250 Litern pro Minute. Ein weiterer Parameter, der gemessen werden kann, ist die Sauerstoffaufnahme. Dies wird angegeben in Milliliter an Sauerstoff pro Minute. Im üblichen Fall wird die Sauerstoffaufnahme auf das körpereigene Gewicht normiert. Wir fügen zu unserer Einheit also noch ein Kilogramm hinzu. Somit lautet die Einheit Milliliter pro Minute pro Kilo. Aus sportmedizinischer Sicht ist insbesondere die maximal erreichbare Sauerstoffaufnahme von Interesse. Sie stellt ein Maß für die maximale Verbrennungskapazität und damit die maximale Energiebereitstellung des Organismus dar. Sie ist eine Standardmessgröße der aeroben Leistungsfähigkeit und steht somit beim gesunden Menschen in direktem Zusammenhang mit deren Leistungsfähigkeit. Folgende Grafik kann dies veranschaulichen. Mit ansteigender Belastungsintensität steigt linear die Sauerstoffaufnahme an. Dies ist hier durch die orangefarbige Linie gekennzeichnet. Die graufarbene Linie bzw. die Zacken stellen das Atemminutenvolumen dar. Die Kurve für das Atemminutenvolumen drückt gleichzeitig das Atemzugvolumen und die Atemfrequenz aus. Im Gegensatz zur Sauerstoffaufnahme kommt es hier allerdings nicht zum linearen Anstieg. Dass die Zacken im hinteren Teil der Kurve etwas näher zusammenrücken, hängt mit der Atemfrequenz zusammen. Außerdem steigt die Amplitude der Zacken, das heißt, sie gehen höher nach oben und tiefer nach unten. Was wiederum mit dem Atemzugvolumen zusammenhängt. Denn je höher die Beanspruchung ist, umso mehr Luft benötigen wir zum Ein- und Ausatmen. Und wie wir wissen, ergibt sich aus der Atemfrequenz und dem Atemzugvolumen das Atemminutenvolumen. Jetzt fehlt uns noch die Formel, um die Sauerstoffaufnahme zu errechnen. Wenn uns die Zusammensetzung der Umgebungsluft bekannt ist und wir wissen, wie viel Sauerstoff wir ausatmen, dann subtrahieren wir die Differenz mit dem Atemminutenvolumen und erhalten die Sauerstoffaufnahme unseres Körpers. Und dann frage ich euch, welche Sauerstoffaufnahme hat der Durchschnittsverbraucher in Ruhe eigentlich? Wir runden mal die Werte und zwar wissen wir, dass in der Umgebungsluft, die wir einatmen, ungefähr 21% Sauerstoff vorhanden sind und in der Luft, die wir ausatmen, sind ungefähr 16% Sauerstoff vorhanden. Es ergibt sich eine Differenz von 5%, das nehmen wir mal 9 Liter pro Minute und wir erhalten den Wert 0,45 Liter pro Minute. Und zwar ist das die Menge an Sauerstoff, die von der Einatmungsluft jede Minute im Körper verarbeitet wird. Äquivalent zur Sauerstoffaufnahme ist die Kohlendioxidabgabe, die Menge an Kohlendioxid, die pro Minute im Körper erzeugt wird. Eine kleine Randbemerkung hierzu, Kohlendioxid wird aus zwei Quellen produziert, und zwar einmal aus dem oxidativen Metabolismus heraus. Aufgenommener Sauerstoff wird zu Kohlendioxid abgebaut und durch das venöse System in die Lunge zurücktransportiert. Dann gibt es noch eine nicht-metabolische Bildung des Kohlendioxids und zwar resultiert dies aus der Pufferung von Laktat bei höheren Belastungsintensitäten. Was man sich unter Atemfrequenz vorstellen kann, das meint nichts anderes als die Anzahl der Atemzüge pro Minute. Bei einem ausgreifenden Erwachsenen sind dies ungefähr 12 bis 15 Atemzüge pro Minute in Ruhelage, bei einem Kind sind es ungefähr 10 Atemzüge mehr. Und Neugeborene atmen ungefähr 40 bis 50 Mal pro Minute ein und aus. So, jetzt wisst ihr, wie man die spiroergometrischen Parameter messen kann. Und im nächsten Teil bringe ich euch bei, wie man denn weitere spiroergometrische Parameter aus den gemessenen Größen berechnen kann.